Die Laufzeit des Akkus der Apple Watch 2 hängt von vielerlei Faktoren ab. Unter anderem, wie oft ihr natürlich die Uhr anschaut, was für Funktionalitäten eingeschaltet sind, wie oft ihr angerufen werdet und natürlich auch, wie hell das Display eingestellt ist. Wie ihr die Helligkeit des Displays auf der Apple Watch 2 einstellen, verringern und erhöhen könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und in diesem Video sprechen wir über das Thema Helligkeit auf der Apple Watch 2. Aktuell habe ich die Helligkeit auf der Apple Watch 2 auf ganz hoch eingestellt. Wie kann ich das ändern? Ich gehe einmal hier auf die Krone und gehe dann in die Einstellungen. Bei den Einstellungen gehe ich etwas weiter runter, bis ich zu dem Punkt Helligkeit und Textgröße komme. Ich klicke einmal drauf und kann dann ganz oben die Helligkeit einstellen. Ich kann sie zum Beispiel ganz dunkel machen. Das ist der niedrigste Wert. Ihr seht auch schon, da hat sich einiges verändert. Man kann dennoch alles ablesen, was man benötigt. Ich kann das Ganze aber auch heller stellen. Beachtet bitte, dass natürlich die Helligkeit einen großen Einfluss auf die Akkulaufzeit der Apple Watch hat. Wenn ihr also sagt, okay, ich möchte, dass die Apple Watch länger funktioniert, dann stellt die Helligkeit etwas niedriger. Wenn ihr sagt, ach, ich lade das ganze Ding sowieso jede Nacht auf und prinzipiell hält die Apple Watch auch 2 Tage, dann macht das Ganze wieder ein bisschen heller. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.